Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück hier bei einer neuen Folge Red Faction, wo wir jetzt tatsächlich auf jeden Fall schon wieder draußen sind. Ja, wie ihr ja schon selber seht. Und ja, was haben wir alles erleben dürfen im letzten Part? Wir haben ja hier mit ziemlichen, man sieht ja hier noch an diesen Felsen und so, hat es ist ja schon alles weggesprengt. Da hinten sind nämlich noch diese fetten Geschütze, die jetzt aber komischerweise gar nicht mehr auf uns schießen, nachdem wir da hinten nämlich einmal waren. Ich weiß jetzt nicht, das sagte ich im letzten Part auch noch ob das da jetzt hinten, ob das da hinten jetzt nur so ein Secret ist und ob das der richtige Weg ist oder ob das ein Secret ist und ob das der richtige Weg ist. Aber ich bin mir doch ziemlich sicher, dass das hier nämlich nur ein Secret Room sein wird, weil hier musste man sich ja tatsächlich irgendwie so eine Art Treppe zusammensprengen, ja. Zusammensprengen hört sich ein bisschen blöd an. Naja, man musste sich ja halt so ein bisschen was vom Felsen wegsprengen, damit man hier hochkommt. Finde ich auch nach wie vor immer richtig nice gemacht hier alles. Und jetzt geht die Luke schon wieder zu. Wir waren ja hier schon mal drin gewesen im letzten Part. Ultra. Und ja, das ist hier halt ein bisschen krasse Geschichte wieder. Hier geht das nämlich wieder richtig ab gerade. Wir können ja so auch gehen, ne? Weiß ich nur nicht, ob das so das Schlauste ist, was ich jetzt hier gerade mache. Okay, den haben wir. Da kommen nämlich noch ein paar. Gib mir mal die hier wieder. Doch, lieber. Ich glaube, die fahren wir hier am besten. Da müssten jetzt nämlich eigentlich noch zwei, drei kommen. Darum speichern wir jetzt auch gleich nochmal ab. was waren jetzt das Richtige? Hier oben. Bin? Ja, hier oben. Richtig. Hier oben war das Richtige. Okay. Gespeichert haben wir. Und wie gesagt, ich glaube, hier kam noch jetzt... Mann, das kann doch nicht sein. Also diese Grünen, ne, die halten extrem viel aus. Und die haben nämlich auch diese komischen Laserknarren. Die haben wir nämlich auch im letzten Part bekommen. Also wer den nicht gesehen hat, den letzten Part, der sollte sich unbedingt anschauen. Wait. I'm on your side. Da war richtig Action. Und wo sind die jetzt? Auf immer die Typen. Warum kommen die jetzt nicht? Ich meine, gut, wegen meiner. Dann nehme ich mir erstmal gleich, zack, Hals und Rüstung. Wo bleiben die denn jetzt? Wieso kommen die nicht? Warum kommen die? Halt or die. Alter, der schießt eh mal auf uns. Wir sind gleich down. Das kann nicht sein. Was mache ich denn da nun? Ich krieg die doch nicht platt. Ich krieg den noch gar nicht kaputt. Ein Scheiß hier. Aber mit Raketenwerfer ist mir das. Okay, den haben wir. Der andere kommt bestimmt gleich. Vermute ich jetzt mal. Machen wir jetzt halt mal ein bisschen auf Schisshase. Aber der kommt gar nicht. Warum kommt der nicht? Der weiß ganz genau, was los ist. Jetzt haben wir ihn weg. Leave me alone. Jetzt haben wir ihn weg. Okay, einmal nochmal. Speichern ist mir jetzt wirklich scheißegal, Leute. Habe ich im letzten Part auch schon gemacht. Ständig abgespeichert, aber wie gesagt, ist mir hier nichts mehr. Ist mir da alles ein bisschen zu riskant. Hast du vielleicht noch ein Helfspaket? Jetzt weiß ich, wo wir sind. Das ist kein Secret Room. Wir sind jetzt... Ach so. Ach, so wird ein Schuh draus. Warte mal, ey, komm. Huh! Hä? Wo kommst du denn her? Okay. Real Driver heißt die Knarre. Also, diese hier, ne? Das ist der Real Driver. Steht das da nicht sogar? Genau. Aha. Genau, das sind nämlich diese beiden Waffen, die wir bekommen haben. Im letzten Part. Richtig entfettet MG45. So wie ich dazu immer sage. Okay, wir haben hier alles jetzt perfekt gemacht schon. Wusste ich doch, dass wir das mal irgendwie packen werden. Und jetzt sind wir wieder in einem Bereich, der wirklich völlig neu ist.
Ihr Bekloppten. Hä, hast du nicht gedroppt? Ach, die ist voll. Ach, mehr, ach die fasst nur 100 Schuss. Mehr geht nicht. Okay. Eieieiei. Wieder ein Stückchen näher dran, ne? Ich weiß zwar selber nicht wo, aber. Wir sind auf jeden Fall wieder ein Stückchen. Alter. Okay. Das sieht ja aus wie so eine Art Bahnhof. Na nun, geh doch da hoch. Bitte? Wo kam das denn? Aus dem Zug? Code Yellow Alert. Intruder in Tramway System. Security Response Level 2. Lautner! Alter, wie viele da wieder sind! Ich sag ja, die rasten jetzt völlig aus! Fire at will. Ich sag ja, das war auch im letzten Part schon genau dasselbe! Alter, da sind noch mehr drin! Was geht? Oh, jetzt. Okay, wir haben aber eine super Position gerade. Na komm doch. Hauptsache der Zug fährt jetzt nicht los. Oh, scheiße, die Knarrzwelle. 10 Schuss. Komm, jetzt lass das die Wesen sein, bitte. Okay, wir haben wieder 16 drinne. Wir haben Rüstung bekommen. Held wäre mir lieber. Alter, wie können wir die andere Knarre schießen? Die ist knackenvoll. Die nimmt bloß 11 Schuss. Hier liegt nämlich noch was. Dann nehmen wir jetzt die erstmal. 36% Held haben wir auch wieder. Alter, jetzt geht das aber richtig zur Sache. Ich bin total fickrig gerade. Hier, ja, der Hausmeister könnte sich auch mal wieder ein bisschen nützlich machen. Ist jetzt hier erstmal ein bisschen Ruhe. Heads up! Nein! Warum macht der nicht? Wieso? Warum hat denn der nichts gemacht? Seht ihr, voll. Jetzt liegt hier noch mehr. Was ist denn, wenn ich jetzt denn eigentlich weiterlaufe? Ob da noch was kommt oder ist hier einfach denn. Ah, okay. Aber wir müssen doch vermutlich in dem Express. Wer schießt? Und wo? Scheiße. You're dead. Na los, jetzt komm. Na komm schon. Trau dich. Ich treffe ihn doch wieder nicht. Was habe ich gesagt? Ich treffe sie wieder nicht. Jetzt habe ich, ne? Oder? Nicht? Ey, das kann nicht sein. Jetzt macht ihr uns platt hier, oder was? Give up now! Alter, wo kommen diese ganzen Typen her? Ah, da geht's ja noch weiter, okay. Express. Können wir irgendwas machen? Nein! Ich will zurück! Parker, Eos hier! I found the antidote formula and got out of there. Glad to see you made it too. We've got people synthesizing the antidote now. Then we'll see if it works. But you've got to get up to that space station and disable the laser satellite network. If that defense system is still working when the EDF fleet shows up, they'll get blown out of the sky. Scheiße, ich wollte da hinten noch reingehen. Also da ging ich ja noch weiter, da ging die Treppe hoch. Da wollte ich eigentlich noch hin. Bitte was? Okay, dann sind wir da jetzt sowieso nochmal. Dann können wir da nämlich auch nochmal gleich gucken. Alter, scheiße.
Das war der Typ hier, der einfach hier die ganze Zeit rumrennt wie so ein Kaninchen. Und ich treffe doch wieder nicht. Die springen auch hin und her, die Affen. Okay, wir können anscheinend durch Wände durchschießen. Was? Einfach respawn. Habt ihr das gesehen? Nein! Scheiße! You're dead. Ist das nicht, dass man durch Wände durchschießen kann? Okay, so geht eigentlich auch noch ganz gut so. Dann nehmen wir die Muni hier noch wieder mit. Scheiße, Alter. Ich muss mir aufpassen, ey. Aber hier kam noch mehr, oder nicht? Oder spawnen die hier einfach so wahllos? Ja, ein Health Pack. Speichern. Speichern. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut ist das gerade. Ah, und hier wird es jetzt wahrscheinlich aber nicht weitergehen, oder? Ah, dachte ich mir schon. Okay, wir müssen mit dem Zug. Aber es hätte ja sein können, dass hier noch... Oh. Eine Bierflasche. Schandtaten wurden hier getrieben. Überall wurden hier Schandtaten getrieben. Ein Buch liegt auf dem Boden. Die Papierkörbe stehen einfach nur rum. Die sind leer. Neben dem Papierkorb da oben liegt eine leere Bierflasche. Warum? Warum muss das alles passieren? Haben wir jetzt hier alles mitgenommen? Ja, ich weiß, ich rede schon wieder gerade nur ein bisschen Stuss, aber... Naja. Kennen wir ja schon. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Ja. Parker, EO's here. I found the antidote formula and got out of there. Glad to see you made it too. We've got people synthesizing the antidote now. Then we'll see if it works. But you've got to get up to that space station and disable the laser satellite network. If that defense system is still working when the EDF fleet shows up, they'll get blown out of the sky. Okay. Und bevor wir das hier nochmal alles, dann durchlaufen, ich werde das jetzt hier lieber auch nochmal abspeichern. Zack. Nicht, dass wir das hier noch 100 Mal sehen müssen. Wir müssen ja echt aufpassen hier jetzt gleich. Lad nach! Das dauert immer zu lange. Warum fährt er den weiter? Wie, hier triffst du mich jetzt? Fährt das Ding auch los? Nee. Alter! Huh? Die kommen! Nein! Ich wette, ich sterbe. Ich habe es noch nicht mal ganz ausgesprochen. Ich wette, ich sterbe jetzt. Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Aber wir haben doch sogar die Möglichkeit, hier auszusteigen, ne? Alter. Ich glaube, das Schlauste wird sein, das einfach zu lassen. Uns einfach irgendwie zu verstecken hier. Und dann versuchen einfach weiterzufahren. Komm, mach wieder zu, die scheiß Tür. Manchmal ist es doch tatsächlich, meiner Meinung nach, schlauer, einfach mal ein bisschen... ein Schisshase zu sein. Nachladen. Okay, komm schon. Der andere ist schon down. Nein! Oh, das kann nicht wahr sein, Alter. Mit dem letzten Schuss beide down. Das gibt's nicht, ey. Aber das war doch ganz clever gemacht, meiner Meinung nach. Ne? Wir bleiben hier einfach so ein bisschen... Häschen in der Grube. Los, Schotten zu, es will niemand mit. Wait. Ach, jetzt halt an. Ist das ein Arschloch?
Mann, ey. Es kann nicht sein. Jojojojo. Schieß mal. Macht ihr mal. Ich muss den anderen jetzt möglichst schnell down bekommen da vorne. Ey, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Ich sehe den ja noch nicht mal. Okay, das ist jetzt echt eine Stelle, die fängt langsam an, mich ein bisschen zu nerven. Ganz ehrlich mal. Ich gebe mir viele Sachen wirklich mit echt viel Humor. Aber irgendwann ist auch gut. So, nun aber hier, komm, Junge. Jetzt wieder nicht klappt, ne? Dann rast ich aus. Schöne Bewegung, blame me now. Wo ist er denn? Er kann mich doch gar nicht getroffen haben. Ey, ist das ein Dreck hier? Den haben wir down. You're dead. Ich höre schon wieder jemanden schießen. Oder ist das jetzt ein Bug? Ein Soundbug. Okay, jetzt ist Ruhe. Das kann doch kein... Ah, jetzt kommen wir an irgendwo. Oder? Okay, es wird geladen. Alter! Lass jetzt hier bitte nicht gleich wieder... The command center is at the back of this building. Hurry! Alter, dein Ernst? Das ist so nicht dein... Alter, ey, das sind jetzt nachher echt schon wieder viel zu viel. Alter, das ist jetzt echt langsam ein bisschen krass schon. Und damit dieses Arschloch da auch noch. Ich darf hier auch nicht so viel Health verlieren. Das ist es nämlich. Alter, jetzt klappt wirklich gar nichts mehr. Ich muss den schnell so schnell wie möglich down bekommen. Und dann nehme ich auch mal vielleicht eine andere Knarre. Endlich mal. Der ist down, okay. Das Speicher geht so gleich wieder ab. Das interessiert mich gar nicht. Nennt mich Lobob, aber spielt das echt mal selber. Das ist teilweise so hardcore. Prozent Hells, ich lach mich tot. Sag mal, haben wir jetzt auch sogar die Möglichkeit, hier da durchzugehen, also rüber zu gehen oder wie auch immer? Eher weniger, ne? Ach, warte mal, jetzt wollte ich doch mal hier... Jetzt probieren wir die einfach mal aus. Vielleicht bringt die ja was. Irgendwie muss das ja klappen hier mal eins. Okay, es wird geladen wieder. Center's at the back of this building. I've jammed the missile bay doors closed. All you have to do is send the launch signal. Alter, ich kriege einen Schuss ab und bin gleich wieder am Boden. Ey, nee, ehrlich, das ist doch jetzt nicht wahr.
Okay, jetzt haben wir ihn. Jetzt sieht auch wieder besser aus. Nee, wir müssen uns ja jetzt hier wirklich mal irgendwie durchboxen. Es kann ja nicht wahr sein. Dafür machen wir den Part auch ein bisschen länger, Leute, okay? Wir machen den Part einfach ein bisschen länger. Wisst ihr, ich hab mich da ja nicht so... Also wenn jetzt halt mal in diversen Parts, an diversen Stellen nicht so wirklich vorwärts geht, dann mache ich den, also die Folge selber halt auch ganz gerne ein bisschen länger. Ich habe damit gar kein Problem. Das wisst ihr. Und wie immer, ein schöner Ladebildschirm. All you have to do is send the launch signal. The missiles will explode in their launch bays and destroy that part of the tower. Okay, die Knarre ist total für den Arsch, weil die nicht selber also so halt ranzielt. Die macht das nicht automatisch. Scheiße, ey, das ist doch alles Kacke. Welche Knarre soll ich denn hier jetzt noch nehmen? Damit die muss die auch selber zielen. Das ist blöd, ist das. Ich kann nur diese nehmen. Das ist die beste, die wir haben. Im Moment. Das ist einfach so. Mann. I've jammed the missile bay doors closed. All you have to do is send the launch signal. The missiles will explode in their launch bays and destroy that part of the complex. Okay, ruhig. Safe game. Ich box mich jetzt hier durch. Wie gesagt, dafür mache ich den Part ja länger, Leute. Habt Vertrauen. Habt Vertrauen. Give up now! Ja, ich gebe hier gar nicht ab. Los, komm schon! Du Ratte. Aber ich bin der Meinung, da kam noch viel, viel, viel mehr. War die denn da ein Health-Pack? Oder was schimmert da durch? Ah, eine Büchse steht da. Haben wir? Ich glaube, wir haben. Alter, Leute, wir haben. Oh, wir haben. Ich glaube es nicht. Hier ist zu. Okay. Und jedes Mal, wenn ich diese Poster hier sehe oder diese Wappen, wie auch immer, dann, weiß nicht, da fällt mir immer gleich Wolfenstein zu ein. Natürlich. Lad nach. Das reißt doch wirklich gar nicht mehr ab hier, ne? Okay, oh, okay, es sieht wieder besser aus. Alles voll. Speichern. Ja, es sieht wieder besser aus. Es sieht wieder besser aus. Oh mein Gott. Okay, hier müssen wir... Weiß nicht, vielleicht müssen wir da noch rein. Security Station. Security Station. Okay, da steht ein Sniper, oder? Das ist wieder so eine komische... Real Gun? Sniper Rifle. Ah, ist der... Schalter dafür. Okay, wir müssen anscheinend da rein. Tja, dann würde ich sagen, uns gar nicht lange aufhalten. Machen wir. Ich gebe mir auch größte Mühe schon jetzt halt. Code Red Alert. Intruder in Missile Command Center. Security Response Level 1. Wait, I'm on your side. Ich wollte gerade sagen, ich versuche ja auch ein bisschen sparsamer zu sein, gerade mit dieser Knarre hier. Aber es ist halt manchmal leichter gesagt als getan. Gib mir Hals! Rüstung geht auch. Super, du bist mein Mann. Okay, hier haben wir ein paar schöne Sachen gefunden. Hals. Rüstung. Aber sonst ist hier nichts, ne? Oder? Müssen wir vielleicht irgendwas aktivieren wieder? Eher weniger, okay. Nur nochmal so ein kleiner Nebenbereich. Munition, was ist das denn? Okay, anscheinend, ich schieße anscheinend wirklich viel zu wenig mit dieser Knarre hier. Aber da bin ich mir auch ziemlich unsicher immer, was das Zielen angeht.
Vor allem, weil du ja auch immer gleich wieder nachladen musst. Okay, haben wir aber alles. Alles gepackt, so sieht aus. Was ist das denn? Schlecht zu erkennen, ist doch recht hell. Na super. Oh! Okay, wir bekommen zurzeit jetzt aber wirklich sehr viel Munition wieder. Das heißt doch bestimmt nicht gutet. Da haben wir es schon wieder. Ich treff gar nicht, Alter. Jetzt habe ich aber ihn getroffen. Der hat auch so eine Wumme, ne? Oder? Alter! Der hat uns ja wohl mächtig, weil ich den Headshot gegeben. Ah, verdammte Axt, Mann. Sind wir hier wieder? Okay, sammeln wir schnell das ein hier. Zack. Sniper. Hier war sonst nichts, ne? Nein, hier war sonst nichts. Okay. Over here! Los, kommt raus. Code Red Alert. Intruder in Missile Command Center. Security Response Level 1. Ich wollte gerade sagen, wo bleiben denn die anderen? Kann da noch mehr? Mitch! Wait! I'm on your side! Sei ruhig. Alter! Die springen auch wirklich umher wie die Kanickel. Was ist das hier überhaupt? Nichts. Super. Super. Nichts. Ein Hauch von nichts. Okay, jetzt sind wir ja wieder da, wo wir waren. Hm. Hier war sonst aber auch wirklich nichts. Warte, warte mal. Siehst du? Haben wir die wieder voll. Ich schieße jetzt doch lieber wieder mit dieser hier. Das ist mir... Ja, ist mir eben nichts. Wirklich. Attacke! Du musst immer gleich voll ran. Und dann klappt's auch. Main Control. Wie die Kameras. Überwachungskameras. Jetzt können wir den Raketenstart zugucken, oder? Na, was müssen wir, was sollen wir denn hier machen? Wo? Hä? Was soll ich denn jetzt hier machen? Ah. Mom said I'd come to a bad end. This one's for you, Mom. Manual launch override engaged. 30 seconds until launch. Run, Parker. Get to the tram and get out of there. That whole area is going to blow. Okay, wir sollen laufen. Unauthorized missile launch sequence in progress. I have to stop that launch or we'll all die. 20 seconds until the missile launch aboard. Was ist nun? Hä? Haben wir jetzt das schlechte Ende gewählt, oder? Ach, ist fehlgeschlagen? Game over. Ne, ich wollte gerade sagen. Wieso ist das jetzt fehlgeschlagen? Oh nein, jetzt habe ich da wieder nicht gespeichert. Mann, bin ich ein Lackel, Alter. Boah. Aber naja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich mache den Part länger. Und wenn ich das sage, dann mache ich das auch. Intruder in Missile Command Center. Security Response Level 1. Nein! Es muss doch möglich sein. Code Red Alert. Intruder in Missile Command Center. Security Response Level 1. Leave me alone! Oh Leute, tut mir leid, aber ich muss mal ganz kurz husten. Kleinen Moment mal.
So, okay, es sollte wieder gehen. Over here! Ein bisschen doll verschluckt gerade. I'm on your side. Meine Frage ist aber trotzdem noch. Wo muss ich denn eigentlich überhaupt hin? Er sagt zwar nur, wir sollen rennen, aber wohin? Wo zum Teufel sollen wir dann überhaupt hin? Mach mal auf hier. Heldpakete haben wir jetzt ja wirklich mehr als genug hier, ne? Wie haut mein Mikro schwer nicht richtig hin? Beziehungsweise meine Kopfhörer. Attacke! Okay, die haben wir alle down. Ich weiß nicht, ob wir den Typen hier dann direkt aufhalten müssen. Jetzt wird aber erstmal abgespeichert. Genau, und ich darf das hier noch 100 Mal machen. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Aber na gut. Mom said I'd come to a bad end. This one's for you, Mom. Manual launch override engaged. 30 seconds until launch. 30 seconds. Run, Parker. Get to the tram and get out of there. Out of my way, you. That whole area is going to blow. Unauthorized missile launch successful in progress. Abort immediately. 20 seconds until missile launch. Run, ja, aber wohin? Das ist. 10 seconds until missile launch. 5, 4, 3, 2, 1, launch. Fahr los! Alter! Haben wir das noch gepackt? Was ist mit dem Bildschirm los? Hä? Ach du Scheiße. Parker, are you still there? Stop standing around and get going. I'm putting a countdown timer for the shuttle liftoff on your HUD. That's how much time you have to reach it. You can still make it if you hurry. Ach du Heiliger, jetzt läuft hier auch noch die Zeit ab. Ach du Kacke. Da hinten scheint ja schon wieder richtig Action zu sein. Tja Leute, und wie ihr seht, wir haben 10 Minuten Zeit, um uns jetzt hier durchzuschlagen. Und wenn ihr... Moment, da muss ich jetzt aber erstmal pausieren, das Ganze. Und wenn ihr genauso gespannt seid, ob wir das schaffen, hier tatsächlich noch wieder zu entkommen, dann, tja, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Und bedanke mich natürlich bis hier fürs Zusehen. Ich hoffe, die Partlänge, wie ich schon sagte, ist so genügend gewesen für euch. Daher, gut, es hat ja nun wirklich, teilweise hattet ja echt da gehapert und da gehapert. Aber naja, gut, ich habe ja jetzt halt ein bisschen länger gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Und ja, wie gesagt, also ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein.